Hallo, liebe Freunde. Heute ist unser Thema Obst und Gemüse, Modul 4, 4c. Was lernen wir heute? Neue Vokabeln im Plural, magst du nicht, Sätze mit möchten und mögen, Mengenangaben wie Kilogramm, Gramm, Stück, wie viel kostet das und Lese verstehen. Neue Vokabeln zum Thema Obst und Gemüse. Wir fangen mit Obst an. Die Kirsche, die Banane, die Kiwi, die Erdbeere, die Orange, die Birne, die Ananas, die Wassermelone, der Apfel, der Granatapfel, der Pfirsich. Die Pflaume, die Zitrone, die Aprikose. Jetzt kommen wir zum Gemüse. Die Karotte, die Kartoffel, die Erbse, die Aubergine, die Zwiebel, die Gurke, die Tomate, die Petersilie, die Bohne, der Spinat, die Okra, der Spargel, die Zucchini. Jetzt machen wir mal die Namen in Plural und schauen, wie sich das Wort ändert. Die Kirsche wird im Plural die Kirschen, also Artikel bleibt wieder die. Die Banane, die Bananen. Die Erdbeere, die Erdbeeren. Und die Orangen im Plural. Und weiter mit Obst, die Birne, die Birnen. Die Wassermelonen, der Apfel, die Äpfel, der Granatapfel, die Granatäpfel, die Pfirsiche in Plural, die Aprikosen, die Pflaumen, die Zitronen. Jetzt kommen wir zu Gemüse im Plural. Die Karotte, die Karotten. Die Kartoffel, die Kartoffeln. Die Erbse, die Erbsen. Die Zwiebel, die Zwiebeln. Die Auberginen. Die Tomaten, die Gurken, die Petersilien, die Zucchinis, die Bohnen, die Okras, der Lauch, die Lauche.
Sätze mit mögen. Das Modalverb möchten zuerst. Ich möchte, du möchtest. Er, sie, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten und sie möchten. Fragesatz mit mögen. Magst du Kirschen? Ja, ich mag Kirschen. Oder nein, ich mag Kirschen nicht. Mögen Sie Bohnen? Ja, Sie mögen Bohnen. Oder nein, Sie mögen Bohnen nicht. Oder nein, Sie mögen keine Bohnen. Mag er Zwiebeln? Ja, er mag Zwiebeln. Oder nein, er mag Zwiebeln nicht. Oder nein, er mag keine Zwiebeln. Wir können das auch mit möchten machen. Möchtest du Kirschen? Möchtest du Kirschen? Ja, ich möchte Kirschen. Oder nein, ich möchte Kirschen nicht. Oder ich möchte keine Kirschen. Du kannst das auch mit möchten machen und mit mögen. Jetzt kommen wir zu den Mengenangaben. Ein Kilo, ein Kilogramm. Zwei Kilo kannst du auch mit Zahl schreiben und auch so schreiben. Zwei Kilogramm und drei Kilogramm. Oder ein halbes Kilo kannst du mit Zahlen schreiben, ein halbes Kilo und so ein halbes Kilogramm. Das ist ein Kasten. Ein Kasten oder mit Artikel der Kasten. Eine Tüte oder zwei Tüten oder drei Tüten, drei Tüten. Ein Korb oder mit Artikel der Korb. Das ist ein Bund zum Beispiel ein Bund Petersilie oder ein Bund Minze oder zwei Bunde oder drei Bunde. Sätze mit Mengenangaben und Preisen. Hier haben wir zum Beispiel ein Lauch, das ist 59 Cent oder Kartoffeln, das ist 1 Euro. Oder Weintrauben, das ist 1 Euro und 39 Cent. Bananen, ist Kilo 2 Euro 34 Cent. Oder Tomaten ist der Kilo 1 Euro und 50 Cent. Schauen wir mal. Käufer und Verkäufer. Käufer ist der das nimmt, der das kauft. Und Verkäufer, der das verkauft. Also Käufer. Ich möchte ein Kilo Tomaten. Ich möchte ein Kilo Tomaten. Möchten. Ich möchte. Ist der Mac. Ich möchte. Wie viel oder was macht das? Das macht 1,50 Euro. Schauen wir mal. Ein Kilo Tomaten kostet 1,50 Euro. Haben wir hier geschrieben, ein Kilo macht 1,50 Euro. Wir fragen, wie viel macht das oder was macht das? Kaçpara eder. Jetzt Käufer, satın alan, Verkäufer, satan kişi. Käufer, ich möchte 2 Kilo Bananen. Wie viel macht das oder was macht das? Verkäufer, das macht 4,68 Euro. Wir schauen, Banane, 1 Kilo ist 2,34 Euro. Da machen 2 Kilo 4,68 Euro. Käufer, ich möchte 3 Kilo und 500 Gramm Kartoffeln. Ich möchte 3 Kilo
500 Gramm Kartoffeln, wie viel macht das? Oder was macht das? Du kannst entweder wie viel benutzen oder was benutzen, nicht beides. Verkäufer, das macht 3,50 Euro. Schauen wir mal, Kartoffeln wollen wir 3 Kilo und 500 Gramm. 1 Kilo kostet 1 Euro, dann kosten 3 Kilo und 500 Gramm 3,50 Euro. Was sagt der Kunde? Was sagt der Verkäufer? Kunde ist Müşteri, Verkäufer Satıcı, okay? Der Kunde oder die Kundin. Wir schauen, was möchten Sie? Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte 1 Kilo Äpfel. Können Sie mir helfen? Wie viel kostet die Äpfel? Geben Sie mir bitte 2 Kilo. Und das macht 1 Euro. Schauen wir mal, was der Kunde sagt. Können Sie mir helfen? Sagt der Kunde oder die Kundin. Können Sie mir helfen? Das da hier. Können Sie mir helfen? Oder wie viel kostet die Äpfel? Sagt der Kunde oder die Kundin, wie viel kostet die Äpfel? Ich möchte 1 Kilo Äpfel, sagt wieder der Kunde oder die Kundin. Geben Sie mir bitte 2 Kilo, sagt wieder der Kunde oder die Kundin. Der Verkäufer oder die Verkäuferin sagt, was möchten Sie? Oder kann ich Ihnen helfen? Oder das macht 1 Euro. Ein kleines Dialog im Supermarkt. Kundin, guten Tag. Verkäufer, guten Tag. Kundin, wie viel kostet 1 Kilo Äpfel? Verkäufer, welche denn? Kundin, die hier. Verkäufer, 1 Kilo Äpfel kostet 2,39 Euro. Kundin, kann ich bitte 2 Kilo haben? Verkäufer, bitteschön. Kundin, dankeschön. Das könnt ihr bitte in die Hefte eintragen und auf Türkisch übersetzen. Was machen wir mit dem Obst oder Gemüse? Wir können es schälen, waschen, salzen, kochen, schneiden, schälen, waschen, salzen, kochen und schneiden. Wie mache ich einen Obstsalat? Das kann jeder zu Hause vorbereiten. Das macht bestimmt jeder zu Hause. Ihr liebt bestimmt Obstsalat. Die Zutaten, Marzemelage, eine Orange, eine Banane, ein paar Kirschen, eine Birne, ein Stück Ananas, eine halbe Zitrone, ein bisschen Orangensaft. Zuerst schäle ich alle Obste. Danach schneide ich sie in kleine Stücke. Dann gebe ich die Zitrone dazu. Und zuletzt gebe ich ein bisschen Orangensaft dazu. Fertig ist unser Obstsalat. Guten Appetit! Lese, Verstehen und Übersetzung als Hausaufgabe. Ich heiße Boris und wohne in Zürich. Ich bin 15 Jahre alt und habe ein Haustier. Mein Hund Jojo ist 2 Jahre alt und ist sehr lustig. Ich habe viel Spaß mit Jojo. Jojo liebt es zu essen. Ich auch. Ich liebe gesunde Sachen wie Obst und Gemüse. Ich mag am meisten Kirschen und Bananen.
Und als Gemüse mag ich Bohnen und Tomaten. Aber leider mag ich kein Spinat, obwohl Spinat sehr wichtig für unser Körper ist. Jojo mag am liebsten Fleisch. Gemüse und Obst mag er nicht. Bitte das Leseverstehen in die Hefte eintragen. Defterleri lütfen yazınız ve lütfen Türkçe çeviriniz. Teşekkür ederim. Dankeschön für das Zuhören und tschüss.